Ja, ich nehme mal die Abkürzung aufs Dach. Kein Bock, diese ganzen Wände darauf zu klettern. Warum auch, wenn man Leitern hat? Ihr dürft nicht hier oben sein. Hinten. Runter da. Glaubst du, du könntest... Was? Ja, glaube ich. Einatmen, ausatmen. Wir sind nicht von Rache getrieben. Wir sind nicht von Rache getrieben. Ach, was soll's? Doch, wir sind von Rache getrieben. Das war ganz schön knapp. Es wird schon wieder dunkel, merke ich gerade. Lass dir nicht entkommen! Nein! Flup. Naja, ich sag mal entkommen. Und nass. Wollt ihr mich jetzt von oben? Wisse, dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Signore Franci Bustandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. So, jetzt bin ich wieder in meinem Element. So kann es weitergehen. Guardate che meraviglia, quest'agnello! Hey, bellezza! Mal gucken, ob der Schmied davon was Neues hat. Immerhin sind wir in einem neuen Gebiet. Ich habe zwar so meine Zweifel daran, aber... Trotzdem. Rüstung. Der Mauszeiger ist ja immer noch da. Hat überhaupt nichts gebracht, das Ding abzuziehen. Kommt wieder, falls ihr eure Meinung ändert. Mist. Da werde ich sie wieder reinstecken, schnell, damit ich nachher den Mauszeiger aus dem Weg schieben kann, wenn es nötig wird. So, warte. Was ist da drin? Na, da ist er. Boah, scheiß Wachen, haben die mir einfach meine Mädels abgeworben. Kommt, Mädels. Weiter. Ekelhafter Abschaum. Assassino, Hilfe! Ach, soll er doch fliehen, der Arsch. So, hier gibt's also irgendwas, was ich mir angucken kann. Natürlich gibt's hier irgendwas, was ich mir angucken kann. Wahrscheinlich aber nicht in dem Bereich, in dem ich gerade Zutritt habe, oder? Basilikate. Oh, ihr könnt mich mal. So, komme ich hier? Ich komme hier. Komme ich auch? Nö. Muss ich von außen rum gehen. So. Müssen wir hier rum? Ja, sieht so aus, als müssten wir um die Ecke einmal. Klack, klack, klack. Los. Sag mir doch nicht, du kommst da nicht rum. Was ist dazu gemacht, um da rumzuklettern? Kletter höher. Höher. Hallo? Was will ich jetzt sagen, dass du... Doch schon sagen hier. Nochmal, dass ich mich nicht verarschen. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass ich an einem Turm nicht hochgekommen bin. Weil er meinte, ich kann nicht. Dabei konnte er sehr wohl. Ich höre Federn. Glaube ich. Ja, ist das wieder so ein Fall von ich kann nicht, du kannst sehr wohl. Komm, geh hoch und jetzt gehst du da lang. Oh. Das hat schon was für sich irgendwie. So Pentagramm mitten auf einem Uhrenturm. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. Ganz ruhig, 16. Wir kriegen das hin. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin ist wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Jagen. Mond. Ich sehe den Mond. Und ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht.
empört. Warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Ja, und ich wollte schon denken und sagen. Die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wurden. Suche alle pornografischen Bilder raus, oder wie? Ja, so in etwa. Zwei Welten. Ich glaube, zwei Welten. Vermutlich mehr als zwei Welten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Okay, irgendwas haut hier nicht hin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, du darfst wieder gerne. Hallo? So. Nö, warum auch? Na, da haben wir es doch. Ich sollte mir vielleicht mal die Bilder beim nächsten Mal durchlesen, damit ich weiß, was ich finden muss. So, 80945. War es das etwa schon? Na, schau einer an. Was fehlt uns noch? 6 Stück noch. Die finden wir auch noch. Jetzt aber weiter hier. Oh, ein Löwe von Venedig. Wo war denn das? Wo war denn das? Da gab es doch so einen Film, wo die ganzen Statuen in Venedig lebendig geworden sind. Irgend so ein Kinderzeug war das. Wie hieß denn der Kram? Hab ich 2007 oder so mal gesehen. Komisches Gedächtnis. War man hinten schon auf dem Turm? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Synchron! Sehr mutig. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich so ein Ding ist. Nur keine andere Wahl, wenn du so willst. So. Da oben ist noch so ein Ding und da unten ist noch so ein Ding. Ich nehme erstmal das Ding hier unten. Weil darum. Er wird noch jemanden verletzen. Ich werde mehr als nur jemanden verletzen. Oh oh, Schwesterchen sammelt schon wieder Kohle. Wobei ich jetzt fast geneigt bin, ihr das Zeug einfach zu lassen, weil jedes Mal darin zurückrennen, nur weil Schwesterchen ein bisschen Geld droht zu bekommen, ist mir langsam zu albern, wenn man bedenkt, wie viel wir haben. Da werde ich ihn doch irgendwann mal gönnerhaft, weiß. Andererseits ist meine Schwester wie Warner Brothers, also kann ich das nicht zulassen. Das wäre ja Wegelagerei unterstützen, dass das... Nee. Das verspielt, Schwesterchen. Ich muss dich doch aus Prinzip enteignen. Okay. Also mal ganz blöd geguckt. Im Prinzip... ist der Trick, irgendwie auf diesen Balkon da raufkommen. Und das kann im Prinzip doch gar nicht so schwer sein, oder? Ich könnte ruhig mal wieder neben der Kiste landen. Ihr seht mich nicht, ihr Penner. Ihr seht mich nicht, ihr Penner. Ihr seht mich nicht, ihr Penner.
töten die mir jetzt, obwohl sie mich nicht sehen? Finde ich ein bisschen unfair, aber okay. Wenn sie meinen. Hey, amigo. Bald machst du dich endlich mal nützlich. Als hängende Zielscheibe für die Steine der Jungs. Sorry Leute, das musste jetzt sein, weil ihr einfach so bescheuert seid und den Zivilisten beim Schwimmen verfolgt. Aber sonst habt ihr noch alle Knatter beisammen oder was? Hier, geh selber schwimmen, dann siehst du, wie das ist. Du genauso, du Penner. Und du erst recht. Gib's doch nicht. Unverschämt. Doch mal mittig zu transportieren. Okay, dann nicht. Es ging irgendwie. Es ging irgendwie. Aber nicht so, wie ich sehe. Ja, ich mache ja schon weiter und mache das später. Lass mich doch. Heute läuft irgendwie nichts so wirklich rund. Die blöden Dieb verfolgen wir über zigtausend, wenn man von Teufel spricht. Dächer. Meine Frauen werden alle abgeworben von irgendwelchen dummen Wachleuten. Aufs Gebäude komme ich nicht rauf. Hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder. Warum tut ihr das? Bitte, ich bin kein Feind. Nicht? Fühlst dich aber wie einen auf. Okay, auf dem Muss da drin irgendwo, oder? Nein, hier oben. Irgendwo hier. Ja, komm, beschwer dich auch noch. Ich freue mich drauf. Kein Grund überzuschnappen. Klappe, Klappe, ruft's aus dem Wald. Schöne Uhr. Was haben wir denn gerade? Wir haben gerade Widder oder so. Ich bin so gut. Ein Triketra. Also was Ähnliches. Oh, das ist wieder sehr, sehr schön. Ich will nicht. Doch, will ich schon, aber... Okay, ich gehe mal davon aus, dass das hier der Horizont im Bild ist. Also drehen wir uns von außen nach innen, so wie immer. Nee, das war jetzt dumm. Warte mal, 1, 2, 3. Mist. Nein, ich weiß nicht mehr, was ich mache gerade. Leider. Sag mal, das haut jetzt fast hin. Okay, also die Dinger hier kannst du nur mit dem anderen da bewegen. Also drehe ich den schon mal in die Mitte, weil der kann ja jetzt nicht anders. So, du wirst jetzt so gedreht und du irgendwie so. Dann bleiben noch die äußersten. Also einmal so. Nein. War nicht irgendwie von außen? Ah, ja genau. So rum. Der Tod aller Tyrannen wird das Volk befreien. Welcher Tyrann war das? Na, weiß keiner. Pizza.
Haru, Duvalé, Bo, Tomme Sonstevi, Maria die Erste, Kleopatra, Stalin, Rasputin. Gut, davon kenne ich, glaube ich, drei Namen. Was sagt das über mich aus? Dass ich eher auf alte Geschichte stehe. Passcode gefunden. 23414. Und noch 5. Bis zur Wahrheit. Ich könnte auch versuchen, von hier oben einfach darüber zu springen, aber es würde mich wahrscheinlich töten. Wenn ich den einfach töte. Weißt du was, wenn mir so kommt? Ihr dürft nicht hier oben sein! Geh vor! So, das hat jetzt jeden getroffen, nur nicht den, den es sollte. Jetzt sind mir die Messer ausgegangen für so einen Blödsinn. Verdammt! I'll be back. Tschüss. Oder was? Oder du kommst mich schmeißen? Wetten, ich schmeiß dich zuerst? Was macht? Da ist er. Wir kriegen dich doch. Der ist selber gesprungen. Aber war ich gelandet, wie ich gehört habe. Kann also halb so schlimm gewesen sein, nur. Was sehe ich denn da? Das ist doch genau das, was ich suche. Nachdem ich auf dem Turm war. Na komm. Mittelstreifen. Schön leicht. Wenn du dich beeilst. Flop und hopp. Und einmal sinken. Ich glaube, das hier gilt offiziell als das Hafenviertel, habe ich gerade so im Blut. Der Pfahl war ein paar Meter vor dir. Du hättest ihn einfach, ist ja auch egal. Kann ich meinen Augen trauen? Nö, kannst du nicht. Hi Leute! Hey, du hast doch garantiert irgendwie so Gemälde nicht mehr, aber Schatzkarten vielleicht. San Marco, vergesst danke! Nicht, eure Freunde vorbeizuschicken. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Übersicht davon, wo was ist. Das könnte Spaß machen. Ich bin mir fast sicher, dass ihr den Preis rausholt. Hey, schönes Mädchen! Schau doch mal zu mir! Also euer Anblick ist ein Fest für meine Augen. Es gibt keinen Weg. Fest für meine Augen. Hey, das hat sich ja richtig gelohnt. Glaube ich. Ja, so knapp 2000. Mit einer Investition von wie viel zahle ich immer, wenn ich die anheue? Weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe noch zwei übrig. Was mache ich denn mit euch beiden Hübschen jetzt? Ist noch ein Turm, den ich erklimmen muss, bevor es weitergeht? Nö, aber auf jeden Fall noch eine Codex-Seite. Direkt in der Nachbarschaft. Kommt, Mädels. Und zwar im Eiltempo, damit nicht wieder irgendwelche perversen Wachen euch mir wegnehmen. Bevor ich euch abgeben will. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ja, später, du Lulatsch. Wo sind denn die? Ach, hier. Na, wollt ihr kloppen? Gefallen euch unsere Auslagen? Halt nicht. Auslagen. Ist das ein neues Wort für Vorbau?
mehr los. Zeige auf mich. Vielleicht bekomme ich ein Schuldbewusstsein. Es sah gerade so episch aus. Mist. Ah, okay. Also, fassen wir zusammen. Ein Grab, zu dem wir nicht hinkommen, so wie es aussieht. Es sei denn, ich finde jetzt schnell einen Weg, darauf zu krabbeln, der mir gerade aber nicht einfallen will. So, dann haben wir hier hinten Erinnerungsanfang. Dann nehmen wir uns den erstmal vor. Steht hier zufällig, wie dieses Café heißt? Da wollte ich doch hin. Genau da wollte ich hin. Datenbank, gib mal her. Orte. Basilia San Marco. Ah ja, genau. Huch. Diebesgill von Venedig. Da muss ich mich noch umäugen. Wieso habe ich denn das bei der Diebesgill von Venedig noch nicht geholt? Muss beschäftigt gewesen sein. Oder abgelenkt durch Rosa. Eins von beiden. Wahrscheinlich beides.